aus ihm herauskommt, quasi wie so ein Art Geisteswesen. Es hat was, das hat was. Wie ich persönlich. Wird wahrscheinlich auch bei den anderen Talenten so sein und alles drum und dran. Aber ich finde schon irgendwie so, das hat ein gewisses Feeling. Ich finde, das hat ein gewisses Feeling. Okay, viel von der Kralle kann man wahrscheinlich eh nicht machen, das ist mir eh klar. Das ist eh Klassiker, das ist eh typisch. Dass ich jetzt nicht gerade wirklich viel davon machen kann, aber das wird sich nach einer gewissen Zeit erst zeigen. Ich finde es halt nur super vielleicht, wenn man vielleicht sogar noch diesen Angriff dann noch später stapeln kann. Mit gewissen Extras. So exotische Sachen oder irgendwas. Wäre das schon super. Wäre das schon echt super, wenn man das da irgendwie dann quasi noch starten kann. Oder vielleicht sogar die Graz-Furie oder wo so immer das sei soll. Dass man da vielleicht quasi das vielleicht erhöhen könnte oder öfters machen könnte oder irgendwas in der Richtung. Das wäre schon interessant. Das wäre schon mal definitiv interessant. Wenn man da vielleicht was machen kann. Wäre schon leibend. Wäre schon leibend. Aber ich hätte mal gesagt, wir schauen, dass wir, wenn dann Level 3 sind. Aber jetzt ist dann natürlich jetzt auch ein bisschen besser auszahlen. Na, hallo. Muss ich ein bisschen. Bissel muss sich schon auszahlen. Bissel, zumindest. Oh, ja, das Jämmchen kann ich doch da anscheinend doch nicht mehr gebrauchen. Alles klar. Ja, weißt du, so 2-Stufen-Aufstieg ist. 1-Stufen-Aufstieg ist nix, aber 2 hört sich dann schon wenigstens ein bisschen besser. Es schaut wenigstens noch was anderes. Das ist ja das. Aber ich finde das 3 und das hat so durchgeht mit dem Speer. Schaut irgendwie cool aus. Bockt mir irgendwie vom Design her. Ist jetzt gerade aktuell jetzt nicht die eine Klasse, wo ich sage, so 10 von 10 gleich von Anfang an, aber das ist so wie beim Zauberer habe ich mich ja gleich verliebt gehabt, aber das kann schon was werden, das kann schon definitiv was werden. Passt, Digi, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, aber trotzdem danke, dass du dabei warst oder dass du kurz vorbeigeschaut hast, sehr schön, vielen Dank, Digi. Dankeschön, danke, 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 danke. Ich hoffe auch, solange ich kein Souls-like-Spiel spiele, ist alles entspannt. So, erstmal Rüstung. Da brauchen wir sowieso nichts ändern. Was hast du denn da? Da hast du irgendwas mit die Werte oder irgendwas, was du da anscheinend wieder zeigen. Nix. Steppert der da wirklich ja gar nichts, der Wappler. Org. Wie schauen wir da aus? Da haben wir eh gesagt gehabt, das tun wir natürlich gleich mal erhöhen. Gewährt einen Stapel Wildheit. Schon wieder in diese Richtung. Interessant. Die Lebenskraftkosten von Haag werden pro Stapel Wildheit, den ihr besitzt, um 2 verringert. Trefft ihr mindestens einen Gegner mit Haag, wird eure längst aktive Ablenkzeit um 0,5 Sekunden verringert. Da hätte ich gesagt gehabt, dann warte ich drauf. Eure Basisfertigkeiten verursachen um 2% erhöhten Schaden, der sich bei jeweils 3 wirken auf 4% verdoppelt. Oh ja, safe. Schaden erhöht. Bombe. Bombe, die Bombe. Müssen wir so los, oder? Basisfähigkeit, Digga. Safe, oder? Ich will eine Killermaschine werden. Ich will Killer werden, so schaut das. Ich finde es aber geil, dass ich immer auf den Gegner hinsprintet auch noch zusätzlich. Das schaut gut aus. Das schaut echt gut aus. Und aber erst recht, wie er jedes Mal ausweicht. Das ist schon geil geworden. Haben sie schon gut drauf gemacht. Kann man nichts sagen. Wenn wir vielleicht noch diesen Krallen-Support vielleicht dann auch noch später noch zusätzlich noch erhöhen könnte oder irgendwas. Da vielleicht dann noch mehr Krallen zustande kommen. Dann wird das schon sehr, sehr sexy werden. Ich habe kaum noch Lebenskraft. Ja, da hat er eh schon wieder was Besseres gekriegt, der Wappler. Na, Alter, der braucht sich da nicht beschweren, der Bauer. Da braucht er sich nicht mehr beschweren. Da gibt es wieder eine gute Sache. Der Wappler, ja. Das ist ja auch steppert, Bulle. Das schau ich aber auch selber steppert. Finde ich geil, dass es halt trotzdem gespeichert bleibt. Das finde ich schon super. Das finde ich schon, oder? Ja.
so halbert. So halbert, glaube ich, bleibt es gespeichert. Ja, auf irgendeine Art und Weise bleibt es gespeichert. Aber wäre schon geil, wenn er den Jaguar selber aussieht. Ich will mich nicht in ihm verwandeln, ich will einfach, dass er selber rauskommt. Das wär's. Das wäre richtig geil. Wenn der selber rauskommen würde, so Seite an Seite, dann ja. Wäre das schon irgendwie so ein bisschen. Ich fühle mich dann irgendwie zu dem Jaguar dann irgendwie mehr verbunden. Irgendwie was nicht. Hört sich zwar jetzt ein bisschen irgendwie deppert an, aber dass ich quasi bereitführend sein muss. Dass er irgendwann sowas quasi erweckt wird. Von meiner Stärke, von meinem Level oder irgendwas in der Richtung. Würde ich irgendwie geil finden. Würde ich irgendwie definitiv geil finden. Oh, da ist er eh schon der Wappa. Lieben gerne und tschüss. Also ich alle da im Nachgang oder wenn man da vielleicht auch die Reichweite erhöhen könnte. Weil später, wenn du sowieso eine große Masse hast, an 100.000 Gegnern und so, da bist du eh ein Fickerer. Da bist du sowieso ein Fickerer, das ist ja das. Und es ist recht, wenn du da jedes Mal den Super Sprinterer hast. Oh, mega. Du musst halt nur abwarten, wann man halt quasi alles ausmacht. Aber ist schon geil. Das einzige ist halt, wie man schnell verbraucht, aber ja, ist ein Klassiker. Das ist ja der Klassiker, das relativ schnell alles verbraucht wird. Ja, die haben wir schon. Ja, wir müssen da noch entlang gehen. Und wir schauen, dass wir gleich Level 5 werden. Dann können wir wenigstens 2 Stufenaufstiege auch wenigstens wieder machen. Ist ja auch wenigstens irgendwas, wenigstens zumindest. Ich brauche mehr Zeit. Also den Move finde ich schon sehr geil. Wenn er ausweicht. Ich weiß nicht, wie die Feier ist. Irgendwie feier ist komplett. Irgendwie taugt es mir voll. Passt. Das trifft sich gut. Wir schauen auch gleich, was gibt's wieder Neues. Oh, kritische Treffer. Oh. Was haben wir da? Ach, ich würde halt natürlich wenden auf Jäger halt, also Jaguar Richtung gehen. Entfesselt wildes Gebrüll durch das all eure Angriffe. Oh. Ja. Ja. Gegenangriff. Ihr haltet eine Ausweichchance von 10% und rächt euch automatisch um 15 Schaden. Gehen direkt in die Nähe, wenn ihr Angriffe ausweicht. Wie oft kommt es vor, dass ich ausweich? Das ist halt. Oh. Das ist. Puh. Puh. Wie oft kommt es schon vor, dass ich schon mal sage, okay, passt, ich tue den jeweiligen Angriff ausweiche oder allgemein. Okay, ja, vielleicht bei Bossfights eher mal. Ja, das wird schon mal eher leichter, schneller vorkommen, aber sonst. Bei so Standardgegnern oder irgendwas muss ich reinfetzen, muss ich bam 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 machen und tschüss. Geht's so nicht. Hätte ich jetzt einmal gesagt gehabt. Servus, Schurli. Oh, das ist doch kein Schurli mehr. Haben wir die Stärke an. Let's go. Schauen wir, dass wir da gleich was machen können, Alter. Bis hat Tieren, Tätzern. Tieren, Murgu. Gleich mal abwarten und Tee trinken. Immer wieder schauen, wie es ihm geht. Klasse, Standard. Aufpassen, was er heute natürlich wieder macht. Dann machen wir natürlich mal wieder den Jaguar-Griff. Alles klar. Heilung, ich schaue da einfach nur quasi nach links unten, dass wir da so alles machen können. Ich schaue gar nicht drauf, wie ich so sehr viel Fähigkeit mache. Da kann er scherzen gehen. Ja. Ah, wir werden noch ein bisschen brauchen. Wir werden noch ein bisschen brauchen. Lässt nicht locker. Der Bur lässt nicht locker. Nein, 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 nein. Er lässt nicht locker. Der kann scherzen gehen. Den ist es wurscht. Den ist es wurscht. Der lässt halt locker. Aber wenn ich mir so die anderen anschaue, wenn ich mir eher mit dem Vergleich daher nehme, braucht er schon länger? Der braucht schon länger? Bis er den besiegt.